So, und dann mache ich mir gerade mal Fichten. Nee, was ist denn Fichten? Eichenbretter. Oh je, ich komme schon durcheinander. So. Eichenbretter ist heute einfach viel zu warm. So ähnlich wie da mit dem fetten Aufbau halt. Und dann kommen hier. Jetzt habe ich sie nicht dabei. Ja, für mehr Struktur Fichtenstämme rein. Natürlich entrindet. So. Und für die Rückseite auch. Tatsächlich würde ich hier auch einen kleinen Überhang bauen. Aber nur einen kleinen. Dann mit Blöcken. So, die brauche ich für unten. Und jetzt brauche ich auch schon Essen. Ja, ich glaube, das ist sinnvoll so. So, und da hier hinten Schießscharten rein sollen. Hier jeweils. Ich jetzt die Werkbank. So. So. Tendenziere dazu, das gleiche Design wie bei den Mauern wirklich auch anzunehmen, sodass das hier quasi so mit dazu dienen kann. Dann brauche ich auch wieder Gerüste. So sähe das Ganze dann aus. Dann hat man auch einen Blick nach vorne. Und runtergeklappt dann so wieder mit der Doppelfunktion quasi. Ich weiß gerade gar nicht, ob hier eine Schießscharte. Ich glaube, hier ist eine Schießscharte zusätzlich auch noch sinnvoll. Jetzt habe ich wieder keine Werkbank dabei. Oh, ich denke mal, das sollte so auch gehen. Natürlich ein bisschen blöd aus, wenn das so vorsteht. Da könnte man natürlich auch wieder Abhilfe mit Fichtenfalltüren schaffen.
So. Und dann würde ich weiter mit den Türmen übergehen. Ich denke mal, ich baue die einfach so nochmal weiter höher. Brauche ich nochmal ein bisschen was? Da kommt ja auch noch ein kleines Dach drauf. Ich glaube. So, wenn ich wieder sowas rüber baue. Gibt auch den wunderbaren Blick hier aufs Dach. Ja, da sitzt der Turm auch drauf. Das eben mit der anderen Seite auch noch mal. Genau, dann würde ich jetzt erstmal ein Dach draufziehen in der Mitte. So, und für die Mitte oben. Eine kleine Dachgaube wäre lustig. So. Ich gerade mal gucken, wie das von vorne aussieht. Oh. Ja, ich denke, das lässt sich machen. Wenn man die noch entsprechend aushöhlt, den Hohlraum da.
Und jetzt noch höher. So, damit ist das Dach hiervon fertig. Und dann, das kann ich hier gerade noch ausfüllen. Die ganzen Lücken hier mit dem Stein, da kommt natürlich später auch noch was rein, zum Beispiel Schießscharten. Lustig wird es jetzt allerdings, die Wehrgänge dazu einzuleiten, aber das kriege ich schon hin irgendwie. So. Dann wäre es wieder Zeit, eine Spitze drauf zu setzen. Eine Turmspitze. So, und dann baue ich das Ganze hier so. So, erstmal nochmal eins weiter nach außen. Dass quasi noch eine Etage drauf liegt. Hier ist jetzt die Wehrmauer im Weg. Das ist unwichtig. Dann ist die Ebene so quasi weiter raus und ich glaube, hier oben kommt ein dicker Boden rein. So. Und damit habe ich hier oben wieder eine gute Plattform, die natürlich auch zu verteidigen ist. Mit das können wir so. So, das an den anderen Ecken. Kann man sich dann hinter verstecken zur Not. Und hier. Vielleicht. So, und für die Zwischenlücken. Ich weiß nicht, ob Mauern eine gute Alternative sind. Denke mal tatsächlich sogar eher nicht. Das hier sehe auf jeden Fall, glaube ich, besser aus. Und man kann, glaube ich, rausverteidigen. So. Jetzt einmal von unten angucken. Da ist die Spitze noch ein bisschen dick. Dagegen kann man Abhilfe schaffen. So. Dann ist das gewachsener. Gut. Das Problem habe ich auch hier. Ja, gut. Gerüste gehen aus. Schlecht. Aber so. Da kann man die Ecken vielleicht noch Block höher ziehen. Das sieht vielleicht noch besser aus.
So. Ich denke, das geht schon besser. Gut, und da kommen noch Schießscharten hier seitlich hin. Jetzt frage ich mich, kann man da einwirken? Das ist das davor. Gut, dann bringt das dann nichts. Zu kitten. Und da drauf. Nach hinten auch. So, noch eine Etage höher. Schon wieder. So, passt. Und dann. Ich glaube, hier kommt eh der Eingang von der Wehrmauer. Ja. Hier kommt der Eingang rein. So, im Endeffekt war es das jetzt mit dem Turm. Vielleicht verbessere ich um die Spitze nochmal, bin ich noch nicht ganz zufrieden. Das gleiche kommt auf die andere Seite. So, im Nachhinein habe ich jetzt nochmal einiges umgebaut. Und zwar den Wehrgang. Ist gerade wieder Sonnenuntergang, das passt mal tatsächlich. Den Wehrgang, das sieht man jetzt hier ist anders. Auf jeden Fall vom Dach her sieht das Ganze auch nochmal angenehmer aus. Ebenfalls auch sind die Wurfluken angepasst. Hier seitlich gibt es jetzt auch welche. Und oben sind mehr Details reingekommen. Die Turmspitzen habe ich jeweils so gelassen. Auf der anderen Seite habe ich es auch nochmal gebaut. Genau. Und auch an die Mauern angeschlossen dementsprechend. Auf der Rückseite der Mauer habe ich ebenfalls den Wehrgang auch nochmal überarbeitet. Der sieht dann ähnlich wie vorne aus. Vielen Dank, dass ihr euch mein Video bis zum Ende angeschaut habt. Ihr könnt einen Kommentar schreiben, falls ich noch was machen soll, was ihr wollt. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Like das Video, wenn es euch gefällt. Ciao.